Alexander Prijovic, Goldmedaille, Cup-Sieger mit dem FC Sion. Wie fühlt sich das an? Ja, super. Also unser Ziel war schon, dass wir ins Cup-Finale kommen am Anfang der Saison. Und da haben wir dann auch geschafft. Und ja, es ist ein phänomenales Gefühl da von den Sion-Fans. Und es war eine super Atmosphäre im Spiel. Und ja, es ist einfach super alles. Wie war die Stimmung in der Kabine jetzt gerade? Puh, wahnsinnig. Also, alle sind abgegangen und ja, das kann man nicht beschreiben. Kannst du uns etwas verraten, das Geheimnis, was ist im Cup drin, wenn der FC Sion gönnt? Fondant, Champagner oder was? Champagner. Ganz normal Champagner. Okay. Also in der Partie, eigentlich ist von Anfang an klar gewesen, 2-0. Das ist eigentlich, hast du schon gedacht, das ist es jetzt, oder? Ja, wir sind von Anfang an bereit gewesen und haben die ersten zwei Standardsituationen ausgenutzt. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen erarbeitet. Auch ich habe selber zwei, drei Mal eine gute Chance gehabt, die knapp daneben gegangen ist. Unglücklich, ja. Aber eben, im Großen und Ganzen haben wir besser gespielt als der zusammen. Und du ausgewechselt worden bist in der zweiten Halbzeit, hast du noch gedacht, da könnte es noch etwas geben von Xamax aus, oder bist du schon sicher gewesen? Nein, ich denke, im 2-0 Rückstand lässt es nicht zu, dass man da aus der Hand geht. Also du kommst ja ursprünglich aus der Ostschweiz, aber heute bist du ein Walliser, oder? Ja, heute bin ich ein Walliser, ja. Also dann gutes Feiern und dann alles Gute für die Saison, für die nächste Saison. Danke vielmals, Ihnen auch.